Hallo zusammen, willkommen zurück bei «Gesund unterwegs». Hilfreich nehmen wahrscheinlich auch Proteinriegeln oder Proteinshakes für nach einem Training. Dabei sind Proteine nicht nur gut für den Muskelaufbau, sondern auch für Haar, Haut, fürs Hirn oder fürs Herz. Außerdem stärken Proteine auch unser Immunsystem. Kein Wunder, gibt es mittlerweile verschiedenste Proteinquellen. Sei es klassisch aus Milch oder Linsen, pflanzlich aus Soja, Nüsse oder Hanf oder auch ganz ausgefallen aus Heugümper oder Mehlwürmer. Und wie schmecken eigentlich die neuartigen Proteinquellen? Was bringen sie? Und was muss ein Sportler beachten bei der Einnahme? Bevor wir uns diesen Fragen im Expertengespräch mit einer Ernährungsberaterin widmen, hat sich der Krigl bereit erklärt, ein paar von diesen neuartigen Proteinquellen zu testen. Und das mit verbundenen Augen. Also, was muss ich jetzt machen? Also, jetzt bekommst du nacheinander drei verschiedene Sachen zum Probieren. Das sind zum Teil bekannte oder weniger bekannte Proteinquellen. Und dann musst du sagen, was es ist. So wie sie selber es im Fernsehen machen. Ja, ein bisschen gut, genau so wie im Fernsehen. Also ich liebe es. Es gehört zu den besten pflanzlichen Eiweißquellen, die es gibt. Es hat einen sehr feinen Geschmack und kann auf verschiedene Arten zubereitet werden. Für den Krigl ist es ein Teil eines Salats. Das ist gut, das kenne ich. Hier. Also wenn man gegen googelt, findet man viel zu diesem Produkt. Das soll ein super Wundermittel sein für unsere Muskeln. Schwierig. Irgendeine Milch, Mandel, Reis. Ist gut. Schon schlechteres gehabt. Wir kommen zum dritten und letzten Gericht. Hier handelt es sich um einen neuen Foodtrend. Es hat einen unglaublich hohen Proteingehalt von bis zu 70 Gramm auf 100 Gramm. Ja, jetzt ist mal schon gerechnet am Mehlwurm. Das ist so wie ein. Wie soll ich sagen? Konsistenz wie ein Flips irgendwie. Also, Krigl, was meinst du? Was war es? Ja, beim ersten bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Quinoa war. Das habe ich sehr gerne. Das machen wir von daheim. Super fein, oder? Ja, das war wirklich für mich das angenehmste. Dann war das zweite. Bin ich ein bisschen verwirrt. Es war flüssig. Ich denke, es war eine Mandelmilch. Du hast leider falsch geraten. Es ist keine Mandelmilch, sondern ein Hanfshake. Das Letzte ist halt, ja, so. Von der Form her und so, für mich ist es wie ein Wurm gewesen. Also irgendwie ein Mehlwurm oder so. Fast richtig. Es waren Grillen gewesen. Fein, gell? Es ist irgendwie Goulas. Also Goulas. Pizzicato. Wir haben uns noch ein bisschen Verstärkung geholt. Sibyl, willkommen bei «Gesund unterwegs». Was meinst du zu unseren drei neuartigen Proteinquellen? Grillen hat er, glaube ich, nicht so geschmeckt, gell, Krigl? Ja, es geht. Aber Grillen wären tatsächlich wertvolle Proteinquellen. Je nach Verarbeitung können die bis 60-70 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm haben. Bei einer Mahlzeit sollten wir etwa so 20-25 Gramm Eiweiß zu uns nehmen. So viel jetzt etwa in einem Bouletplätzchen. Wenn wir jetzt diese Eiweißmenge nur gerade mit Grillen abdecken möchten, müssten wir einen rechten Haufen Grillen essen. Das würde uns schnell mal verleiden. Aber so ein paar Grillen im Risotto oder über einem Salat, kombiniert vielleicht noch mit einem anderen Eiweißlieferant, das wäre eine gute Sache. Und was meinst du zum Hanfshake? Das Hanfprotein ist nicht ein hochwertiges Protein. Verglichen mit einem tierischen Protein müssten wir vom Hanfprotein doppelt so viel zu uns nehmen, um den gleichen Muskelaufbau zu erzielen. Und was meinst du zum Quinoa-Salat? Ja, wir haben gesehen, Quinoa hat 15 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Auf den ersten Blick sieht das nach relativ viel aus. Aber wir müssen berücksichtigen, dass das ja im rohen Zustand ist. In einer Portion gekochtem Quinoa hat es noch rund 8 Gramm Eiweiß. Und erst recht noch pflanzliches Eiweiß. Sinnvoll wäre, das Quinoa zu kombinieren mit einem Eiweißlieferant wie zum Beispiel Ei, Boule, Hüttenkäse oder auch Grillen. Und so kommt man auf eine gute Eiweißmenge. Was ist der Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Proteinen? Das tierische Protein ist für unseren Körper wertvoller.
Das ist so, weil das tierische Protein aus ähnlichen Aminosäuren besteht wie unser körpereigenes Protein, also wie der Muskel. Mit dem tierischen Protein liefern wir unserem Körper die Aminosäuren, also die Bausteine, die er auch wirklich braucht für einen Muskelaufbau. Im pflanzlichen Protein haben wir ganz andere Aminosäurezusammensetzung. Da kann es sein, dass unsere Aminosäure fehlt oder eine in einer kleinen Menge vorhanden ist, für Muskeln aufzubauen. Wenn man jetzt aber pflanzliche Nahrungsmittel sinnvoll kombiniert, wie zum Beispiel Bohnen und Mais, dann kann der Körper die Aminosäuren, die bei den Bohnen fehlen, aus dem Mais nehmen und umgekehrt. Du kannst so nachher die Muskeln aufbauen. Was muss man beachten, wenn man Muskeln aufbauen will? Wenn man den Proteineinnahme, den Muskelaufbau gezielt unterstützen, muss man 3 Punkte beachten. Das ist Proteinqualität, die Menge des Proteins und der Zeitpunkt der Einnahme. Die Qualität haben wir vorhin schon besprochen. Es ist wichtig, dass wir dem Körper die richtigen Aminosäuren zuführen, dass er Muskeln aufbauen kann. Der 2. Punkt ist die Menge des Proteins. Da gibt es heute eine einheitliche Empfehlung, unabhängig von Sportart. Und die sagt aus, dass man zwischen 1,3 bis 1,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollte. Das gibt etwa eine Menge von 70 bis 140, 150 Gramm Eiweiß pro Tag. Und was jetzt eben auch noch ganz wichtig ist, ist der Zeitpunkt der Einnahme. Wir sollten das Protein in Portionen von 20 bis 25 Gramm über den Tag verteilt einnehmen. Es macht keinen Sinn, wenn wir den ganzen Tag kein Protein essen und am Abend 5 Plätzchen auf den Grill tun. Muschenka, wie versorgst du dich im Alltag mit Protein? Normalerweise nehme ich nach einem Krafttraining eigentlich immer Proteinshakes oder vor allem ich nach harten Einheiten allgemein für die Regeneration. Und manchmal, wenn es ein strenger Tag war, sogar noch in der Wettkampfphase, sogar noch mal abends, bevor ich schlafe. Merci vielmals, Sibyl. Merci vielmals euch fürs Zuschauen. Rezept und weitere spannende Facts findet ihr auf dem Blogbeitrag von diesem Video. Macht's gut und habt einen guten Ciao zusammen. Tschüss. Top. Hast du noch so ein Bullenbröstchen?